Es wird Zeit. Noch nicht. Noch nicht. Hab einen. Steig jetzt in das Boot. Zum Valentinstag. Und jetzt herzlich willkommen bei God of War. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Ja, warum nicht? Ich leg ihn erstmal hier drüben ins Wasser. So. Ja. Moment, kurz anbinden. Junge. Ja. So. Und ab dafür. Das reicht aus. Dem Fluss aufwärts folgen. Das machen wir natürlich jetzt aber erstmal. Herzlich willkommen nochmal bei God of War und beim Teutates. Ich musste es tun. Ich musste. Vater? Ja. Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter drüber nach. Ja, Vater. So, das war kein langer Weg. Dann wieder raus. So, Moment. Schon. Das Esschen Suppengemüse. So. Junge, du gehst vor. So. Boah, wie cool das einfach aussieht. Entschuldigung, es sieht wahnsinnig gut aus. Und ich kann noch gar nicht sagen, ob ich gerade einen Let's Test mache oder Let's Play. Ich weiß es noch nicht genau. Ich wollte es mir aber unbedingt angucken. Und ich dachte, bei der Gelegenheit kannst du es ja auch gleich mal aufnehmen. Aber schon jetzt bin ich ganz hin und weg. Ich weiß aber noch nicht genau, was uns erwarten wird. So, jetzt kommen wir erstmal nach Hause. Und dann würde ich sagen, dann legen wir den Brokkoli gleich mal ab hier. So. Das war der letzte. Oh nein, das ist eine Totenbahre. Oh nein. Und ich sag noch zum Valentinstag. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir.
Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Ah, Entschuldigung, gerade voll der traurige Moment, so voll traurig mit Atreus jagen und dann so, dahin, wo die Hirsche sind. Na gut, dann Vater, gehen wir zu... Warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. So, eine Sache, die ich auf jeden Fall machen muss im Spiel, das weiß ich jetzt schon. Bitte nicht erschrecken, ich muss mich umschauen. Und es lohnt sich hier schon. Ich weiß, was ist das? Verloren und wiedergefunden, neues Artefakt zum Anzeigen des Tagebuchs gedrückt halten. Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, könnten sie einiges wert sein. Okay, also wir müssen uns ein bisschen umschauen und ein letztes Mal möchte ich gerne Abschied nehmen. Huch, die ist aber gefährlich weit rüber gerutscht. Ja. Na gut, aber der Junge muss jagen. Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Gott. Ich gehe voraus. Oh, wow. Mach das, Kleiner. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Gut, ich gehe rechts rum. Und auch da liegt wieder was. Hacksilber, 245. Und hier ist auch wieder was. Also umschauen lohnt sich definitiv. Junge, was ist hiermit?
Gut. Aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Und die Spuren gleich verquanzt mit den eigenen Füßen. So. Da geht's noch irgendwo hin. Warte kurz. Junge, ich bin gleich wieder da. Da ist. War das eine Truhe? Da ist eine Truhe. Nice! Warum auch den Deckel heben, wenn man durchschlagen kann? 400 Hacksilber und hier liegt auch noch was. Das nehmen wir natürlich auch mit. Was ist das denn? Ein Bötchen. Verlorene Spielsachen 2 von 4. Ah, alles klar. Okay, das kleine Set kriegen wir langsam zusammen. 2 von 4 haben wir schon, wenn es weiter so geht. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Naja, springen. Hopp. Los. Jetzt. Hier lang, Junge. Jetzt du. Hopp. Sehr gut. Oh. Halt, Hirschspuren. Frisch. Hier lang. Ja. Gut, hier ist nichts, also. Hoppa. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Oh, und noch eine Truhe. So. Ich frag mich, wer die hier platziert hat. Und noch mehr Hackensilber hier? Hacksilber ist sowas wie Mettsilber. So, Sekunde, Junge. Ich guck mich ganz kurz um. Wir haben mehr Zeit, wir haben mehr Zeit. Die Laterne da drüben, da waren wir schon, alles klar. So. Ah. Vielen Dank. Was ist das denn hier? Da unten ist noch irgendwas, aber ich fürchte, hier kommen wir momentan nicht rüber. Ich kann auch nichts machen, sonst springen geht auch nicht. Also lassen wir es gerade mal. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. So, Axt ausrüsten. Zielen. Und... So. Los. Sehr gut, Junge. Oh, was ist hier passiert? Da ist der. Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur. Wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Na, der Vater ein bisschen überemotional, aber wer kann es ihm gerade hoch verdenken? Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Okay, leichter Angriff, schwerer Angriff. Dann go! Und ciao! So, noch jemand? L1 zum Locken, alles klar? Och, weißt du, das mach ich gar nicht erst. Noch jemand? Ich glaube, das war's. Alles klar. Die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weit.
Geh weiter. Die Draugr. Mutter sagte, Draugr seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Es heißt, sie schlagen die Walküren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und beleben sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form in etwas anderes verwandeln. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles an, was ihnen begegnet. Sie sagte auch, dass sie in verschiedenen Formen und Größen auftreten, und einige sollen sogar besondere Kräfte haben. Tja. So, geh weiter, Junge. Wir gehen natürlich auch weiter und ich frage mich, wer die waren. Wir werden es aber nicht erfahren. Okay, gut. Weiter geht's. Ein kleiner Zwischenschauplatz. So, mit Heilungssteinen können Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen. Das mache ich. Ich trete einfach barfuß rein. Junge will links, also gehe ich mal kurz rechts. Hier ist auch ein Fähnchen. Jo. Noch mehr Spuren. Jo, Moment, komm mal gleich, guck mal hier. Wir folgen dir. Ich muss hier gerade nur mal durch die Kiste greifen. So, und wieder ein bisschen Hacksilber. Und hier hinten... Da oben ist noch was. Da war da. So. So. Und hier. Was haben wir denn hier? Noch ein bisschen Hacksilber. Hier ist eine Feuerstelle. Irgendjemand war kürzlich hier. Jetzt kommen wir hier hin. Kette zum Klettern benutzen. Alles klar. Und der Junge auf... Oh, der Junge auf dem Rücken. Wie süß. Wie cool. Okay, das war's. Kein... Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Das ändert nichts. Entschuldigung, tollwütiger Wolf. Ich habe Wölfe immer bewundert, aber diese hier greifen uns augenblicklich an. Ich vermute, sie sind tollwütig. Sie betrachten uns wahrscheinlich als Nahrung. Man sagt zwar töten oder getötet werden, aber sie sind auf ihre eigene Weise anmutig und sie zu töten macht mich traurig. Zum Glück wird Vater das hier wahrscheinlich nicht lesen. Sie bestimmt. So. Gut. Was haben wir hier Schönes? Die dritte Spielsache schon. Okay. So, da kommen wir nicht wieder raus. Was ist das denn hier? Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Schön. 560 Hacksilber. Ich glaube, das hier brauche ich auch nicht, aber ich nehme trotzdem... Nee, brauche ich nicht. Okay. Habe ich trotzdem genommen. Gut, dann haben wir eine Totenstelle gefunden. Und jetzt... Komm, Junge. Dann geht's hier wieder rauf. Es ist sehr, sehr hoch. So. Und wenn man nicht links und rechts guckt, dann verpasst man offenbar sehr... Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ja, wir gehen ja schon wieder zurück. Sei mal nicht so quengelig. Guck mal da drüben, das hätte man jetzt übersehen. Wie gesagt, wenn man nicht links und rechts guckt, übersieht man sehr, sehr viel. Hacksilber. Vorsicht an der Kante, Junge. So, sonst ist hier nix. Okay. Ich glaube, hier sind wir schon mal durch. Die Truhe haben wir ja schon abgeholt. Und dann ging es auch noch geradeaus, wenn ich das richtig gesehen habe. Hoppa. So, der Hirsch ist da drüben lang, also gehen wir nochmal ganz kurz hier lang. Aber gleich nehmen wir die Fährte wieder auf. Wir schauen uns nur gründlich um. So, was haben wir denn hier? Wieder ein Sarkophag? Sollten wir hier sein? Wir werden es erfahren, Junge. So, ein bisschen Hacksilber und da oben kommen wir, glaube ich, nicht hin. Da könnte aber... So, das sieht wertvoll aus. Wie einfach so reingrabbelt. Huch, Idun-Apfel, legendär. Sie haben eine 3 Idun-Äpfel gesammelt, die Sie zur Erhöhung Ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Ja.
Idun-Apfel. Die Idun-Äpfel sind die Wahlspeise der Götter. Man findet die insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Ich glaube, ich werde nicht alle finden. Ich bin mir fast schon sicher. Also das war jetzt relativ einfach, aber den Rest... Was denn? Warte mal. Was ist das da? Guck mal. Okay, also auch darauf achten. Was war das? Hacksilber. Okay, wenn wir da was übersehen, ist nicht so schlimm. Ich glaube, Hacksilber kriegen wir, wenn wir uns umschauen, ein bisschen mehr. Aber gut zu wissen, dass manchmal Dinge von der Decke hängen. Ah, warte. Shh. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Ihr seid echte Revoluzzer. Boah, sieht das cool aus. So, kurz mal hier runterschauen. Da hinten ist noch eine Truhe. Da kommen wir von hier aus aber nicht hin. Ich kann hier nicht drüber springen. Okay. So. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Na, dann gehen wir näher ran. Ich hätte mich natürlich vorher umschauen sollen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Hm. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Okay. Oh, hallo. Gegner-Gesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegner-Gesundheitsbalken. Ja gut, das haben wir schon bemerkt, glaube ich. Ziehen Sie mit L2 und dann können wir die Axt werfen. Okay. Und wenn ich ihm die jetzt hier da reinwerfe? Will man was probieren? Ja, das geht. Ich kann die durch Gegner werfen. So, ein Fleck an der Wand. Das war's? Nein, einer kommt noch. Ah, schade. Ciao. Das musste ich unbedingt tun. Hm? Bestiarium, eine Sekunde. Drauger kämpfen mit gefährlichen Waffen, aber sie gehen nicht sehr gekonnt mit ihnen um. Nicht so wie Vater mit seiner Axt. Wenn wir auf ihre Bewegung achten, können wir leicht ausweichen oder blocken. Irgendwie okay. Muss das Tor aufgehen. Ich nehme an, ich komme da nicht durch. Nein. Okay, wir müssen das Tor aufkriegen. Erstmal kriege ich da hinten nochmal ganz kurz Gesundheit. Da ist noch eine Tür, warte kurz. Was? Atreus, komm her. So. Ah. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Noch jemand? Ich glaube, das war's. Ich habe schon gedacht, unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... So, Wölfe jagen normalerweise in Rudel und versuchen, ihre Beute einzukreisen. Vater sollte versuchen, sie vor sich zu halten, damit ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Ja, Vater. Okay. Oh, der arme Sohn ist immer voll unterdrückt. Davon haben wir jetzt einen kompletten Satz. 360 Erfahrungspunkte. Wir haben alle 4 Spielzeuge gefunden, glaube ich. Cool. Läuft gut. So, ein bisschen Hacksilber und da hinten ist noch eine weitere Truhe. Und dann können wir wieder reingehen. Weiter kommen wir nicht. So, was haben wir denn hier? Schön. Noch ein bisschen Hacksilber.
frage mich, wer das alles hier vergessen hat. Ich frage mich auch mal, wer die Fackeln anzündet. So. Na komm, Kleiner. So, da oben haben wir eine Kette und wir haben da hinten wieder einen Eimer. Kann man? Ja, das geht sehr gut. Na? So, hier wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Da ist auch wieder so ein Ding. Aber wie kommen wir denn da rein? Da sind überall solide Mauern. Da müssten wir irgendwie, wenn es geht, von oben rein. Oder ich habe keine Ahnung, wie wir das uns reinkommen. Und wir müssen dieses Tor hier aufmachen. Geht das? Nein, es geht nicht. Was ist mit dem hier hinten? Aber das ist, glaube ich... Da komme ich gar nicht erst hin. Da drin sind Treppen und das sieht irgendwie so aus, als könnten wir da hin. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Kann ich da oben irgendwas zerbersten oder kaputt machen? Da oben, siehst du? Da oben könnte es... Guck mal, da ist auch noch ein Tor. Kann man da lang gehen? Hier geht es nicht lang. Okay, warte mal. Nee, da kommen wir nicht lang. Schade. Sieht so aus, als könnte man da lang, aber offenbar... Na gut. Ich sehe noch was. So. Okay, ich habe eine Idee. Pass auf, ich ziehe mal dran. Und dann sehe ich da oben so ein kleines Rädchen, das auch fröhlich blau leuchtet. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Okay, und da liegt noch was. Sekunde. Was haben wir denn da? Natürlich ein bisschen Hacksilber. Axt, kommt zurück. Also... Toll! Und da liegt auch noch was. Oh, da ist noch eine Truhe. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ja, Moment, Moment. Du siehst doch, hier sind überall Schätze. So, noch ein bisschen Hacksilber. Also ganz ehrlich, wir spielen ja gerade einfach nur den Anfang. Wir sind schon fast Milliardäre. So. Na komm, Kleiner. Hoppa. Jetzt sind wir oben. Ah, verstehe. Okay, rüber kommen wir trotzdem nicht, ne? Da, wo die andere Truhe war. Ich schau hier mal ein bisschen. Da geht's rein. Das ist Heilung, die brauchen wir nicht unbedingt. Und da drin ist irgendwas. Und da ist irgendwas. Okay, immer auf das blaue Leuchten achten. Okay, was macht das hier? Da ist einfach noch mehr Hacksilber drin, alles klar. So. Ja. Da nehmen wir mit. Und einmal anklopfen. So, niemand zu Hause. Wir finden sehr viel Hacksilber. Okay, Heilung brauchen wir gerade nicht. Dann ging es hier noch nach oben. Okay. Da ist noch eine Kiste. So. Einmal anklopfen. Vielleicht sind wir zu Hause. Hier ist... Alles klar, hier ist der Schrank nach Narnia. Okay. Junge, hierher. Was ist das denn? Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Mehr als nur Mythen. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Ziele, alle Jötnar-Schreine finden. Schreine gefunden, 1 von 11. Na, ob wir die alle finden, das kann ich nicht versprechen. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ich habe diese Geschichten geliebt, wenn Mutter sie erzählt hat. Mal sehen, wie viele wir finden. 6000 XP bei Abschluss. Oh Mann, ich würde die echt... Boah, das sind viele XP. Die würde ich echt gerne finden, aber 11 Stück alle... Das wird schwierig. Ich bin mir nicht sicher, dass wir es schaffen. So, hier kam man, glaube ich, her. Wissen hinzugefügt. Sköll und Hatti. Wolfriesen. Sköll jagt die Sonne und Hatti den Mond. Was passiert, wenn sie ihre Beute fangen?
Sieht nach einer großen Schlacht aus. Odin, Thor, die Weltenschlange. Könnte es sein, dass... Und den Rest erfahren wir nicht. Okay, hier geht es sonst auch nirgends hin. Wir können aber wieder runter. Oder wir lassen uns hier... Ne, wir könnten jetzt hier wieder runter und könnten dann zurück. Ich würde wahnsinnig gerne da drüben rein, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da müsste man von oben irgendwie rein, aber ich weiß nicht, wie wir das schaffen. So. Junge. So. Sehr gut. Okay. Vielleicht fangen wir eines Tages ja noch den Hirsch. Man weiß es nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Truhe ausgelassen. Aber ganz ehrlich, ich will auch ein bisschen weiterkommen. Denn ich will ja wissen, wie es weitergeht. Wo Vater, ist der? Ja. Sieh nur. Ja. Aber diesmal ruhig. Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Er lebt noch. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Oh, das schöne Tier. Oh, das schöne Tier. Nein, 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 nein. Aber doch, doch, doch. Aber nein, nein, nein. Aber doch. Ich kann nicht. Besiegen. Drücken Sie um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Sag mir, wann ich, ja, das war nicht so gut. So, schieß doch mal. Ich nehme an, ich muss seine Knotenpunkte treffen. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Okay, Daudi, Kaupmadr. Na, komm her, Dicker. Zurück, Junge! Mit dem gelben Ziel ist ja auch geil. Ja!
Junge. Oh, ich hab keine Angst vor dir. Du bist nichts gegen mich. Junge, sieh mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Erklär es ihm. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Erklär es ihm, du sturer Bock. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. So, neuer Tötungsauftrag, nicht so tolle Trolle. Trolle töten, treffen sie mehr dieser riesigen Totemträger mit Hörnern, indem sie die Landschaft, die sie durchqueren, genau erkunden. Im Bestiarium finden sie Tipps, wie man sie besiegt. Ja gut, auf die leuchtenden Stellen, das kennen wir schon. Hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und hier ist nochmal Gesundheit. Und nochmal Bestiarium. Daudi Kaupmader. Ich glaube, der Troll, gegen den wir eben gekämpft haben, war Daudi Kaupmader. Mutter hat mir immer Geschichten von ihm erzählt, um mir Angst einzujagen, wenn ich zu weit weggelaufen bin. Ich denke, sie wäre stolz auf mich. Aber Vater meint, ich sei nicht bereit, weil ich ein wenig wütend geworden bin. Von mir aus, ich habe mit ihm einen Troll getötet. Ich weiß, dass ich bereit bin. Mutter hat mir viele Geschichten über Trolle erzählt. Der Name dieses Trolls lautet übersetzt Todeshändler. Mit einem solchen Namen kann man wohl davon ausgehen, dass er ziemlich böse war. Zum Glück haben wir ihn getötet. Hier lang geht's nach Hause. Mann. Kleiner, lass dich nicht ärgern. Hoch da. So. Okay, hier kriegen wir nochmal Gesundheit. Die brauchen wir gerade nicht. Ich frage mich, ob wir von hier oben nochmal in den Tempel reinkommen. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie R3, um einen betäubten Gegner zu greifen, also so wie gerade eben schon. Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlichen Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit die Axt wirft oder verstaut. Ja, dann lasse ich die Axt mal drin. So, kann ich eigentlich... Oh, das geht. Wow. Nice, Junge. Dann mache ich aber auch mal was. Das war's aber noch nicht, oder? Oh, da liegt noch was. Was haben wir denn da Schönes? Natürlich Hacksilber. Das Set haben wir ja schon voll. Okay, wir müssen da lang. Das heißt, ich probiere es mal hier. Neuer Auftrag, verborgene Kammern. Alle Kammern sollten nach Möglichkeit gefunden und betreten werden. Verborgene Kammern gefunden, 1 von 7 geöffneten, 0 von 7. Oh, es gibt 7 verschlossene Türen in der Welt, die alle gefunden werden wollen. Belohnung 1880 XP. Das war ja nicht so heldenhaft, wa? So, zum Anzeigen das Tagebuch gedrückt halten. Das hatten wir schon. Das war nicht so gut. Okay. Ich würde gerne wissen, ob ich von hier aus wieder in den Tempel reinkomme. Von da kommen wir. Da geht's auch nicht weiter hin. Schade. Wir hatten ja im Tempel noch die eine Kiste. Na gut. Ah ne, hopp. Sch.
Oh! Die Axtfässer! Okay, ohne Axt. Eismonster. Gegen die Leviathan-Axt resistent, okay. Neuer Tötungsauftrag. Der Häscher-Drescher. Häscher töten. Treffen Sie mehr dieser verdorbenen Fußsoldaten, indem Sie die Landschaft, die Sie durchqueren, genau erkunden. 75, 150, 250 töten. Gibt nur 250. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Wer hat denn diese Sachen hier angebaut, frage ich mich. Und offenbar überfällt eine fremde Macht das Land. Achso, brauche ich gar nicht. Okay. Na, wie wär's denn mit der Axt? So, zack. So. Und da sind wir gleich wieder zu Hause. Zum Haus zurückkehren. So, nochmal umschauen hier. Aber warum verbrennt ein Feuer Treumutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Okay, hier ist nichts. So, ich nehme an, das wird unser Haus sein. Der Garten, den wir gerade gesehen haben, war Mutters Garten. Das haben wir jetzt gerade erfahren. So. Bevor wir jetzt nach Hause gehen, nochmal ganz kurz eben eine kleine Ehrenrunde. Am Anfang habe ich mich noch nicht so umgesehen, glaube ich. Was das hier ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben hier auch alles. Und hier hat jemand das Tor geschlossen. Wir waren es nicht. Da hat irgendjemand das Tor geschlossen. Ah, vielleicht war es schon zu. Okay. Hier kommt nur wieder der Fluss. Ich glaube, da ist auch nichts. Okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Na gut, dann wollen wir mal. Ins Haus, Junge. Na, das wird schon. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Du
Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch gar nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Ender. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden.